nächsten Schritten geht es auf Fasching zu, Faschingshöhepunkt eigentlich. Ja. Da werden wir natürlich einen jungen Bluderzer da haben, der überall schon Bescheid weiß. Martin Fritz, schön, dass du da bist. Ja, du, danke für den. Super, gerne. Du bist schon im kleinen, nein, eigentlich im großen Faschingsoutfit. Du hast nämlich den jüngsten Faschingsverein gegründet. Ja, nicht nur ich, aber haben wir gemacht. Vor zwei Jahren haben wir gesagt, jetzt lange jetzt, das kann man nicht mehr zahlen, jetzt kommen wir mit. Okay, super. Den haben wir es immer geschlossen. Ja, ist super Truppen. Ja. Passt gut, also es ist. Zarte 21, du bist jetzt da der Obmann. Was haben wir für ein Thema? Ist das, kommt so Häsle-Richtung raus, oder? Ja, wir haben das Thema, du hast eh Hase genommen. Ja. Wir haben gesehen, wenn etwas, was alt und jung gefällt, okay. Hase klingt zuerst gut aus, alt kennen sie. Ja. 70, 80 Jahre Werbung. Okay. Das ist mal perfekt, ich finde das gut, passt gut dazu. Wir gucken auf die Idee, Martin. Also, du hast gesehen, eben, wir möchten mitgehen, nicht mehr dabei, oder? Mhm. Also nur zuschauen. Aber jetzt das Ganze irgendwie auf Fürsteller, als offizieller Verein. Ja, ja. Wann hast du da angefangen? Wir sind endlich, das erste Jahr sind wir so mitgegangen, endlich nur ein paar Gaudi, da hat man uns gefragt, ob wir Lust haben, zum einfach mal einen Umzug mitgehalten, dann haben wir zuerst gesagt, nein, lieber zuschauen. Ja. Jetzt sind wir nicht umgegangen, hat das Portal gut gefallen, dann haben wir gesagt, ja, nächstes Jahr steigen wir so ein bisschen, bauen wir einen kleinen Wagen. Das ist immer größer geworden, jetzt mal 16 Mitglieder. Das geht einfach ruckzuck. Und da sind ihr jetzt natürlich nicht nur zu Blut jetzt unterwegs, sondern ihr gehen, wenn es möglich, auf so viel wie möglich Umzug. Das ist klar, ich meine, das ist ja auch Arbeit gewesen. Ah, ja, ja, den gehen wir natürlich auf alle, was hier möglich sind, das ist logisch. Ja. Wo sind denn da überall unterwegs? Gott haben wir vor Nütze, das bist du gut eigentlich. Also Oberland, ja, Oberland raus. Ja, also das Oberland. Es ist doch wegen dem Fahren und so einfacher, wenn es nicht so wie denk ist. Also ihr sind ja junge Leute und konditionell super drauf, oder? Denke ich mal. Aber man ist denn immer gestrichen. Also müde. Ja klar, gerade im Faschingswohnende, wenn am Umzug ist am Wohnende, dann geht's. Ja. Das überlebst du aber schließlich. Ja, wenn du drei, vier hintereinander sind, wird es härter. Dann. Klar, irgendwann ist die Energie am Ende. Jetzt, wo wir die 17. Staffel aufzeichnen, haben wir wunderschönes Wetter, warm ist es, eigentlich fein in der Gondel. Das hoffen wir, dass es jetzt im Faschingsfinale auch so ist. Du bist noch als Fürwähler auch fest aktiv. Ja. Das mache ich auch schon ziemlich lange, seit 10 Jahren endlich mit der Jugendführer angefangen. Jawohl. Dann mit 16 aktiv stand und das taugt mir einfach gut. Es ist einfach schön, wenn man anderen Leuten helfen kann und gute Kameradschaft hat miteinander. Das ist, Das wirklich die Intention, Kameradschaft und das ist das, wo ich endlich dabei bin, ja. Ja. Du hast seit Jugendführer schon angefangen. Wie fängt man da an? Oder kannst du das kurz erklären? Ja, ich bin mit 12, ich bin jetzt Jugendführer gekommen. Da kriegst du ja, auf vier Jahre lang bis du 16 bist quasi wie eine Einleitung auf das, was du dann auch tust, wenn du aktiv bist. Ja. Und scheint ja auch, Führerprobe sehen wir immer, lernst viel. Ja. Was man groß verstanden, was man da anbauen kann, ist echt interessant in sich. Und das wirklich jedem empfehlen. Jeder, der Hobby sagt, was ich körperlich ein bisschen bewegen will und was sinnvolles machen will, soll das auf jeden Fall machen. Muss man auch was tun. Und das ist Blutzerführer wäre in dem Fall. Genau, ja. Blutzerführer wäre. Ja, junge Leute. Sehr motivierte junge Leute. Jetzt, weil ich mal gefragt habe, sind dann nachher gestrichen noch so mal und es wird dann ein bisschen hart, hast du gesehen, wenn so viele sind, Auftritt sind. Da werden doch hier und da mal eins nehmen, oder? Ja, ich meine, das gehört dazu. Okay. Ein Jahr lang gebaut hast und danach der Fasching in Richtung Ende geht, dann braucht sich das auch jeder verdient. Das ist nicht so. Es läuft immer einfach und lustig aus, aber es steckt ein bisschen mehr dahinter und es ist endlich auch viel Arbeit. Ja. Darum sage ich das eher so eher locker. Ich meine, das ist nicht das Ziel, das steht nicht im Vordergrund. Alkohol, sagen wir mitgehört, da meint aus einem anderen Grund. Das ist einfach, ja, ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du da durch eine Menschenmenge durchlaufst und mit dem Fahrzeug hinterher fährst und links und rechts laden die Kinder und Kaudi und kannst Zuckerle verteilen und die Leute klatschen und tanzen mit. Das ist einfach ein super Gefühl. Du hast jetzt 17 Mitglieder sind da? Ja, 16. Ja. 16. Wie ist die Frauenquote? Wir haben zwei Frauen dabei. Das ist, doch, hast du so geschafft? Ja, die eine ist ganz motiviert, der wollte ewig lang zu uns dazukommen. Der ist noch relativ jung, ist, haben wir immer gesehen, warten ein bisschen. Das ist auch ein bisschen schwierig mit Jugendschutzgesetz und so. Und aha, aber es passt, es ist, passt da super dazu, hat sich super integriert und gehört einfach dazu. Jugendschutzgesetz, was musst du da beobachten als Obmann? Ja, es geht ja darum, bezüglich auf dem Fahrzeug, da wenn ich zum Beispiel rohe trinken, das geht nicht. Ich meine, das ist logisch, oder Alkohol an Leute unter 16 und hart Alkohol unter 18, das ist verboten. Das gilt ja da im Fasching so, das wird da relativ stark kontrolliert. Okay. Ich stand ja voll dahinter, weil ich sage, das muss nicht sein. Und wenn da jüngere Leute dabei sind, dann haben wir auf das einfach keinen Aufpass. Rauchen ab 18 in dem Fall? Jetzt. Mittlerweile ist Rauchen ab 18, ja. Muss ich wieder aufhören, bis sie 18 ist.
grüß euch. Wir als Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz, geht uns brutal freuen, wenn wir mal die Alpenstadt Bludenz besuchen und auf einen Sonnenbalkon, auf dem Muttersbergkampf Bludenz nützt das. Das wäre echt cool. Ciao miteinander. Was tut er denn so, wenn er jetzt nicht in der Faschingszeit ist? Ist er ein Narr, der Martin? jeder Mensch steckt ein bisschen nach. Ja. Ja, nein, wir haben endlich den Verein das ganze Jahr. Es ist endlich Fasching ist Fasching, das ist klar. Ja. Und danach, da sind wir endlich relativ gut daran interessiert, dass wir befreundete Vereine relativ gut unter den Daumen greifen können. Jawohl. Wir sind zum Beispiel im Bockbierfest Fastens gewesen, haben dort eine ganze Bar geschmissen mit allen Mitgliedern. Ah ja, super. Sind im Bezirksführerfest Zwings gewesen, haben wir ein paar Partys gemacht. Und das ist alles natürlich alles unentgeltlich, das geht um eine Hand wäscht die andere. Sie unterstützen uns, wir unterstützen sie. Ja. Jetzt sind wir am 7. April, glaube ich, Bluns läuft. Ja. Da waren wir am Rennleiter Richard Vöger wieder kräftig unter den Daumen gegriffen. Schauen, dass er seine Leute zusammenbringt. Und der Richard auch sehr engagiert für Bludenz läuft, also schon seit vielen, vielen Jahren. Und was machen wir da? Jetzt bei Bludenz läuft, da machen wir so eine Art Absperrdienst. Stehen wir an schwierige Stellen, wo ja. Straße kreuzt oder Kreuzungen ja. nicht so gut zum Sperren sind und schauen, dass da einfach kein Autos drin fahren oder dass während dem Rennen niemand Fremdes auf der Strecke ist. Ja. Das ist eine Sportveranstaltung, das ist ein Wettbewerb im Prinzip und ich finde nicht, dass da irgendein Fremder dazugehört. Und stand voll dahinter und sag du, wenn ihr die Leute braucht, sind wir gerne für ihn da. Super. In anderer Richtung vielleicht dann auch wieder mal ein anderer Verein euch hilft. Haben ihr so Projekte vielleicht da unter dem Jahr? Oder wo ja. du anstrebst oder andenkst Projekte, mit deinen Leuten? Projekte sage ich nicht so. Wir machen ja diverse Sachen, weil Gott hat man schon. Und wenn wir etwas buchen, dann bin ich natürlich auch gern dankbar, wenn ihr nebeneinander schon was da ist. Und ich sage auch, wenn eine Hand wäscht die andere, ich helfe ihm und er hilft mir. Ja. Du hast einmal, hast mal kurz im Vorgespräch gelernt, bist so gerne ein bisschen musisch unterwegs gewesen früher? Oh, das war eine wilde Zeit, ja. Eine wilde Zeit? Oh, lass uns teilhaben, was hast du? Das war 15, 16 haben wir den einmal der Wand gehabt und sind zur Ruckermusik gegangen. Okay. Und ist da ein bisschen blasinstrumental ja. beschäftigt. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich den Faschingsverein gegründet und Fasching geht nur in einem Verein. Und ich sage auch, lieber zwei Vereine, die gehöre ich 100% dahinter, dann sind sehr viele. Ja. Überall nur ein bisschen. Ja. Was hast du für ein Instrument gespielt? Gespielt habe ich Zugposaune. Aha. Zwei Saisonen lang. Und war eine wunderschöne Zeit. Bin auf einig Umzug, sehr große Umzug, Bregenz, bis auf Villach bin ich gekommen. Merkt man da Lippe den noch, gell? Das merkst du, offene Lippe und kein Ansatz mehr. Das ist ja. das Faschingsfinale normal, ja. Hast du das gelernt, Posaune? Nein, also gelernt habe ich es bei der Guckermusik. Ich bin da durch einen Kollegen dazugekommen und die haben gesagt, ja, du könntest das sehr gut machen, du kennst dich aus, du kannst das spielen. Okay. Und dann haben sie gesagt, ja, fahren an. Und dann ja, und wie ist das denn, mal gerade bei Posaune? Gut, ich komme jetzt zu wenig aus, aber da musst du ja die Töne, die Tonsäulen mit treffen und alles, oder? Hast du das einfach so im Chör? Das hat man auf Chör gespielt. Traumhaft. Ist ja Guckermusik und jetzt haben wir die Musik. Ja, ja, okay. Super. Was wünschst du für die Zukunft, für den Verein? Für die Zukunft wünschen wir, dass es relativ genauso weiterläuft, wie es jetzt ist. Ich bin total zufrieden mit einer super Truppe und eben gut zusammen, die genauso, wie es endlich hören tät und hoffe, dass das natürlich langsam weiterläuft. Und wenn es interessierte Leute gibt, können sie sich dir bei euch melden? Wenn jemand Interesse hat und sich denkt, da passt gut dazu, bitte gerne melden, wir sind immer offen für neue Leute. Haben Sie eine Homepage oder irgendwas? Ja, eine Homepage, ja. Wie heißt das, der Faschingsclub? Der Faschingsverein heißt Obdorfnarren. Die Obdorfnarren sind das? Ja, genau. Finden wir auf Facebook. Alles klar, wenn's gut. Wenn es geht, einfach gerne melden, ja. Super, dann wünschen wir den Obdorfnarren alles Gute. Jüri Kudlerblätz sieht man da, das Bludenz, gell? Sieht man, ja. Toll, passen auf euch und genießen das und tragen die Tradition weiter. Da sind wir stolz auf euch und wir sind auch stolz auf euch und sagen danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.